Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part The Witcher 3 Wild Hunt. Ich bin es, euer Simafix. Wir haben hier nun das große Finale von The Witcher angesteuert. Wortwörtlich. Beim letzten Mal hatten wir eine lange Segelreise, die uns nun hier dank diesem Glühwürmchen auf die Nebelinsel geführt hat. Irgendwie haben wir es hier echt erreicht. Neblinge natürlich. Weil lustige Gegner. So. Okay, nehmen wir mit. Natürlich gibt es ja Nebelinge, weil das saumäßig coole Gegner sind und es die Nebelinsel ist. Lass mal lieber unser Schwert gleich aus. Hier draußen. Ja, hier auf der Nebelinsel wurde Ciri versteckt vor der wilden Jagd. Wir versuchen sie nun zu finden und wenn wir sie gefunden haben, kehren wir zurück nach Kaer Morhen. Dort wird dann die finale Schlacht von unseren Alliierten gegen die wilde Jagd dann stattfinden. Und ob wir diese Schlacht bestehen werden, ich weiß es nicht. Ich sollte reinschauen. Aber eins ist sicher, irgendwo hier ist Ciri und unsere lange Reise kann vielleicht doch endlich ihr Ende finden. Ist da jemand? Verdammt. Ich will nichts Böses. Bitte aufmachen. Du hast unsere Deckung auffliegen lassen. Wer bist du und was willst du? Ich bin Geralt, ein Hexer. Verschwinde! Ich suche nach einer jungen Frau. Aschblondes Haar, Narbe im Gesicht. Lasst ihr mich rein? Nein. Wie viele seid ihr denn da drin? Warum willst du das wissen? Machst du eine Volkszählung? Ein Bart meiner Mutter reicht euch zusammen, Jungs. Du da draußen vor der Tür, Geralt. Richtig? Ja, Geralt. Hör zu, Geralt. Kommen wir zusammen. Wir haben Schiffbruch erlitten. Bestien aus den Tiefen haben unsere Freunde verschlungen. Und der Rest hat hier Unterschlupf gefunden. Ist aber nichts Besonderes. Auf der Insel lauern viele Gefahren. Aber das dürfte erklären, warum wir misstrauisch sind. Diese Unterhaltung wird langweilig. Hört zu, ich mache euch einen Vorschlag. Oh, wenn das ein Dämon ist, dann will er uns überlisten. Ich bin kein Dämon. Ihr braucht mich nicht zu fürchten. Lasst es mich beweisen. Und wie willst du das tun? Wenn ich eure Kameraden finde, glaubt ihr mir dann, dass ich euch nichts tue? Ja, aber das wird nicht einfach. Wie viele sind es? Drei. Ivo, Gaspard und Fering. Dieser Ivo, wo soll ich nach ihm suchen? Der Teufel hat darauf bestanden, die Höhlen im Osten zu erforschen. Ich wollte ihm die Idee aus dem Kopf schlagen, ließ sich nicht umstimmen. Gaspard, wo finde ich ihn? Er sagte, es sei schwachsinnig, auf Rettung zu warten. Wir sollten was unternehmen, oder zumindest er würde es tun. Angeblich hat er ein Licht draußen auf dem Meer gesehen und wollte auf den höchsten Gipfel klettern, um nach Schiffen Ausschau zu halten. Wo ist Fereng hingegangen? Nach Westen, auf der Suche nach einem Schiff, das angeblich dort sein soll. Fereng, er ist geschickt. Er dachte, er könnte es reparieren, seetauglich machen. Also gut, mal sehen, ob ich alle drei finden kann. Bis dann. Ich bin froh, dass du Verständnis hast. Leute! Darf ich was sagen dazu? Tod, Tod, Tod. So. Gut. Ja, dann suchen wir mal. Oh, wie viele Drecksirenen da schon wieder sind. Silberschwert. Bleib gleich draußen. Wir werden das wahrscheinlich hier oft brauchen. Oder nee, warte, sind keine Sirenen, sind Harpien. Ob das natürlich besser ist? Ist eine andere Frage. So. Jetzt kommt mal her. So. Zack, Leute, Harpien sind viel leichter zu besiegen als in The Witcher 2. In The Witcher 2 waren es wirklich der furchtbarste Gegner. Ihr erinnert euch alle sicher noch an diesen Fight, wo wir die Harpienkönigin besiegen mussten, nachdem wir diesen Traum da von dem Drachen bekommen haben. Erinnert euch noch? War eine hammergeile Mission, wo dann auf einmal 20 Harpien gekommen sind, alle unglaublich stark und man hatte so wenig Platz zum Ausweichen, Leute. Das war der furchtbarste Kampf in allen The Witcher-Spielen. Außer vielleicht Saskia. Saskia war auch richtig scheiße zu bekämpfen. Aber naja, so.
haben wir auch hinbekommen und das bekommen wir auch hin. Ich muss sagen, am Anfang von The Witcher, es ist wirklich immer The Witcher. Im 1er, im 2er und auch so im 3er. Am Anfang denkt man, das Spiel ist so unglaublich schwer, man hat keine Chance, irgendwas zu schaffen, weil die Gegner so stark sind, so viel Schaden machen. Und wenn man sich dann einspielt, das ist wirklich ein Spiel, da muss man sich wirklich richtig einspielen, weil dann läuft es halt auch wirklich mal. Dann stirbt man nicht mehr bei jedem dritten Gegner, man hat Fähigkeiten, mit denen man rumspielen kann, man kann die auch benutzen, also man weiß, was man tun soll. So. Bitte. Bitte, es ist ein Wasservibe. Natürlich ist es ein Wasservibe. Und natürlich sind es zwei Wasserweiber. Aber es ist nicht im Wasser. Sehr gut. Wasserweiber sind, wenn sie im Wasser sind, sind sie unglaublich stark. Aber ansonsten kann man sie gut besiegen. Wie schön, dich zu treffen. Ich habe mit deinen Freunden gesprochen. Komm runter. Gut, ich komme. Du Glückspilz, du. Weißt du, eine Sache bereue ich, dass... Tot. Verdammt. Leute, ich wusste, dass das passieren wird. Ich wusste wirklich, dass das passieren wird. So. Leute, die werden uns nicht glauben, glaube ich. So, erster Freund, der Tod. Aber der ist ja auch ein Trottelmann, ne? Wieso fällt der da runter? Naja. Egal. So, dann gehen wir zum Leuchtturm. Upp, was war das? Das sah aus, als wäre der Mensch gewesen. Was ich noch sagen wollte hier zu Wasserweibern. Wasserweiber, wenn sie im Wasser sind, sind sie so unglaublich stark, weil sie halt immer sich ins Wasser schleichen können und man sie nicht angreifen kann. Aber sonst kann man sie eigentlich ganz gut besiegen, aber ja, wie wir es gerade hier gesehen haben. So, versuchen wir den nächsten Freund zu finden, Gaspard. Seitdem ich Dragon Age Inquisition gespielt habe, mache ich den Namen Gaspard nochmal. Böser Mensch, böser Mensch. So, klettern wir den Leuchtturm hoch und sehen, dass Gaspard wahrscheinlich hier... nicht mehr da ist. Oder? Hey, wach auf. Lass das. Zurück ins Bett, Leckermaul. Wach auf. Was ist denn? Wer bist du? Ich bin Geralt. Du und deine Freunde. Wer seid ihr eigentlich? Rabenick und Partner. Begutachtung von Grundbesitz, Versicherungen, Organisation von Großveranstaltungen. Gaspard Zotter, meine Freunde nennen mich Schlafmütze. Hab sogar den Sturm verschlafen. Eine Schande, dass so viele gestorben sind. Hast du hier zufällig eine Frau mit aschblondem Haar gesehen? Hier? Nein, keine Sterbensseele. Aber ich verpasse auch viel, weil ich ständig schlafe. Deine Freunde haben mich gebeten, dich, Ferenc und Ivo zu suchen. Ich fürchte, dass sie tot sind. Monster haben Ivo umschwärmt, hab's mit eigenen Augen gesehen. Und Ferenc, hab seinen Schrei gehört, dann das Brüllen einer Bestie. Gehen wir zurück zur Hütte. Ich beschütze dich unterwegs. Schade um die Kameraden, wirklich. Aber was soll man machen? Komm jetzt. Aber ich sollte dich warnen, dass ich an Schlafkrankheit leide. Das bedeutet... Ich weiß schon. Keine Sorge, ich halte dich wach. Dann gehen wir. Ey Leute, es ist anstrengend. Ich muss da auch gerade gähnen. So, wir haben ja eigentlich noch Fenric. Den werden wir wahrscheinlich dann auch mal suchen. Aber erstmal werden wir jetzt versuchen, den hier herzubringen. Schlafkrankheit. Ja, ja, du mir auch. Drecksneblinge. Drecksnebling. Lass. Schläft er oder hat Angst? Schläft er oder hat Angst? So, wir können weitergehen. Oh, lauf ruhig hier. Komm. Du bist der schlimmste Mensch der Welt. Du bist der schlimmste Mensch der Welt. Bist wieder ungezogen. Was? Schon gut. Ich bin wach. Das ist ein Mensch, Mann.
Wie konnte der bis jetzt so lange überleben, Mann? Wie konnte der bis jetzt so lange überleben? Weißt du viel über diese Insel? Fast nichts. Weißt du, dass sie auf keiner Karte ist? Das ist charakteristisch für verzauberte Inseln. Denkst du, sie ist verzaubert? Das ist das Einzige, dessen ich mir sicher bin. So, aufpassen, jetzt schläft er nämlich gleich wieder ein, ich weiß es doch. So, jetzt kommt der... Oh, der ist so ultra langsam. So, das... Ah, ich denke mal, das ist voll blöd. Ich denke mal, das Medaillon vibriert. Dabei ist das immer nur, wenn der Zauber hier aufhört zu wirken. Übrigens, wir sollten mal schauen, ob wir wirklich richtig gehen, weil ich bin mir da gerade nicht so sicher. Warte mal, ich muss unbedingt Igni... So. Denn wenn sie brennen, können sie sich nicht unsichtbar machen. Einer ist aber noch da. Oder? Keiner mehr da? Super. Jetzt muss ich mal ganz kurz auf die Karte schauen. Wo muss ich nochmal genau lang? Wir gehen jetzt, ich würde sagen, den Weg mal hier lang. Weil ich weiß nicht, ob der Weg hier ans Meer, dem wir erst hergegangen sind, sicherer ist. So, wir gehen da jetzt so runter. Dann hoffen wir, dass hier keine schlimmen Viecher kommen. Dass der Typ auch weitergeht. Wäre ganz toll. Oder warte mal, hier ist doch irgendwo, hier ist doch sogar ein Weg eingezeichnet, so. Komm mal hier hoch. Oh, ich lock den schon in den Tod hier. So. Gott. Aktivieren. Ein bisschen abseits des Weges, vielleicht sind da keine Monster. Wir laufen auch so merkwürdig, das ist echt nicht mehr schön. So, solange nur Neblinge kommen, ist es ja noch akzeptabel. Erst wenn dann so lustige Viecher wie Wasserweiber oder so kommen. So. Zieh auf den Weg und dann einfach nur noch hoch, wenn ich mich nicht ganz irre. Hallo. Schlafmütze. Super. Gut. Kriegen wir hin. So. Na, oben. Und jetzt sind wir gleich oben. Super. Okay. Dann haben wir mal einen hierher gebracht. Das werden wir schon schaffen. Wenn er jetzt. Wahrscheinlich ist er, wenn er jetzt oben ist, läuft, fällt er irgendwie über so einen Stein und so. Oh, und fällt hier die Klippe runter. Mensch. Eigentlich sollte ich den hier liegen lassen. Und hier nach Fernrank suchen. Ganz wach. Komm, lauf weiter. Aufgestanden. Wisst ihr, das ist cool, wenn man diese Barriere über so Kameraden legen könnte. So, dass ich die hier so schützen könnte, das wäre super cool. Was hat dich an diesen seltsamen Ort geführt? Ich suche jemanden. Hier? Das hat sich so ergeben. Willst wohl nicht gern darüber reden, oder? Nicht wirklich. Hier scheint es sicher zu sein. Komm aber wieder zurück. Und beeil dich, ja? Hier gibt es nicht wirklich viel zu sehen. Jetzt könnte man uns ganz leicht in das Haus reinschleichen, während die hier den reinlassen. Aber nee, wir müssen ja schon wieder nett sein und an unser Versprechen halten. Finde ich gar nicht gut. So, die Lampen will ich eigentlich anlassen, weil ihr seht schon neblig genug. Gut, dann holen wir uns jetzt hier noch den letzten. Schauen wir mal, ob der wirklich überlebt hat oder nicht. Bis jetzt ist unsere Quote nicht allzu gut beim Retten hier. Was ist das? Ein Nebling. Komm. Zack! Das ist noch einer, oder? Nee. Okay. Gut. Super. Haben wir gecleared. So, eigentlich hätten wir hier... Nee, warte mal. Ah, nee. Na, egal. Ich dachte, wir hätten hier gleich eigentlich mit der Schlafmütze hier herlaufen können und den retten können. Aber ich glaube, der Schlafmütze ist nicht der beste Kämpfer. So. Das Viech kennen wir. Das haben wir mal in den Sümpfen gesehen. Da haben wir es ungefähr zu 8 angegriffen. Und jetzt sind wir alleine. Wollte vor dem Bias fliehen. Die kurzen Beine. Er war zu langsam. Bitte, so kämpfen wir eigentlich gegen das Viech? Ich glaube, das müssten wir gar nicht. Ah. Ah. Komm! So, jetzt. Komm. Aua! Geralt, du bist so unfähig, Mann! Jetzt komm schon!
Zack, zack. Ey, Mann, das ist so nervig, wie man da immer betäubt ist. So, jetzt rast er gleich auf uns zu. Komm. Zack! Verdammtes Biest. So. Okay. Gut, geschafft hat er es aber definitiv nicht, gegen das Vieh zu überleben, oder? So, schau mal her. Da ist er. Naja, 1 von 3 ist doch eine gute Quote, oder? So, naja, dann halt nicht. Zack, 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 zack. Jeder Nebling, der tot ist, ist ein guter Nebling. Okay, gut, läuft durch die schön auf der Insel. Freue mich, Biest. Diese Viecher haben wir schon mal in den Sümpfen gekämpft. Das sind echt richtig, richtig fiese Viecher. Aber naja. Leider konnten wir ja nichts mehr für den Ivo und den Fennec machen, aber immer die Schlafmütze, aka Gaspard, ist da. Und das würde ich sagen, ist ja fast etwas Gutes. So, schauen wir mal, ob sie uns reinlassen. Ich habe euren Freund dabei. Wirklich? Dann soll er was sagen. Wach auf. Ja, ich bin wach. Gaspard, zurück, ich öffne die Tür. Gaspard, du siehst verwirrt aus. Ach, verwirrt. Höchstens etwas schlaftrunken. Was ist mit den anderen? Einer war in der Nähe einer Monsterhöhle. Leider schon tot. Ich habe einen von der Klippe stürzen sehen. Hat sich den Hals gebrochen. Verdammt. Rabenik hatte mich gebeten, ein Auge auf diesen Rotzlöffel zu haben. War sein Neffe. Danke für deine Hilfe und... Tut mir leid, dass ich dir nicht vertraut habe. Alles ist schief gelaufen. Was sollen wir jetzt machen? Ich habe ein Boot. Ihr könnt mitkommen. Aber erst muss ich jemanden finden. Ein Mädchen mit aschblonden Haaren? Ja. Das tut mir sehr leid. Was willst du damit sagen? Sie ist ganz kalt. Ihr Geist hat sie verlassen. Sie muss gestorben sein, kurz bevor wir sie gefunden haben. Wir warten beim Boot. Nein, 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 das akzeptiere ich nicht. So lange haben wir nach Siri gesucht und jetzt kann sie nicht einfach tot sein. Nee, 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 das akzeptiere ich nicht, Leute. Ob Siri wirklich tot ist oder ob sie noch lebt, werden wir beim nächsten Mal herausfinden. Und sie wird verdammt nochmal leben. Bis zum nächsten Mal von The Witcher 3. Haut rein, ciao.